So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Yo, Super Mystery Dungeon Parts mit mir im Regi. Und in der heutigen Folge, ihr seht's, Ampharos, Zornhut, du sind nicht mehr bei mir. Ich habe mich mit Skelabra alleine hier durchkämpfen müssen, aber ich hab's geschafft. Ebene 8 an der Treppe. So, wie habe ich das Ganze geschafft? Ihr seht's unten, oder ihr seht's schon, das Genesect, das da am Rumzappeln ist. Ich habe einfach alle mit einem Erstarrorb erstarren lassen. Das hat ganz gut geklappt. Ne? Ich habe hier mal wieder ganze Samen benutzt. Ich habe hier aber auch Zink gefunden, was ganz cool war. Aber, joa, mit einem Richtungszweig kommt man gut durch den Dungeon. Da weiß man immer, wo man lang muss. Und da kann man halt gefährliche Ecken dodgen, wo man eigentlich nicht hätte hingehen müssen. Und mit einem Erstarrorb geht es halt auch super. Hier, Erstarrorb versteinert alle Gegner im Raum. Und ich kann aber mitzählen, wie viele Genesekt sind hier jetzt im Raum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Genesekt in einem Raum und wir wissen schon, wie stark ein Genesekt alleine ist. Mein lieber Scholli, ich bin froh, dass ich hier raus bin, kann ich euch sagen. Naja, wie immer auch so, gehen wir einfach mal durch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir überhaupt bekommen. Du hast die Treppe erreicht, möchtest du die Expedition beenden und den Dungeon verlassen? Ja, bitte. Da habe ich die rätselhaften Geoglyphen endlich mal abgeschlossen. Oh, was ist das denn? Auf der Treppe liegt ein Schatz. Du hältst das Item Sandringel. Du schickst das Item Sandringel zur Lagertruhe und fügst es der Schatzliste hinzu. Du hast die letzte Ebene erforscht. Nice, und damit hätten wir auch diesen verfluchten Genesect-Dungeon endlich erledigt. Mann, also mir kommt der schwieriger vor als so einige Bosskämpfe, muss ich gestehen. Ja, einfach weil, das ist nicht nur ein Genesect, das sind locker 30 Genesect, die ich jetzt hier in diesem Dungeon auseinandergenommen habe. Und das Problem war, ich hatte meine besten Feuer-Pokémon nicht zur Verfügung. Ich hatte zum Beispiel Glurak nicht zur Verfügung, das ging nicht. Und deswegen musste ich da halt ohne Glurak durch. Ja, aber es war trotzdem... Ich bin froh, dass ich hinter mir habe. So viel sage ich euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Aber wie gesagt, nehmt einen Erstarrorb mit für die letzte Ebene. Ein Erstarrorb kann nicht reichen, weil da halt stetig Genesect respawnen. Aber mit zwei Erstarrorb seid ihr da auf der sicheren Seite. Kann ich euch nur empfehlen. Und der Tunnelzweig, der funktioniert an dieser Stelle auch nicht. Ich habe es versucht. Hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wäre ganz lustig gewesen, wenn es so geklappt hätte. Aber war dann leider nicht so. Und der Kachakturm wurde aktualisiert. Bitte was? Sind wir jetzt ja etwa schon wieder auf einem Rang-Update? Yes, bis zum nächsten Rang 0. Dann will ich mal schauen, was es hier jetzt so gibt beim nächsten Rang-Update. Vor allen Dingen, welche Pokémon rekrutieren wir? Was ist der nächste Rang? Es müsste, glaube ich, der Diamant-Rang sein, wenn ich mich nicht irre. Das Forscherteam-Rang, oder der Forscherteam-Rang, Diamant-Rang wurde erreicht. So, da entdecken wir auch noch den Eisalter und die Nullinsel. Oh, die Nullinsel gibt es also auch wieder. Und, was noch? Kyurem ist im Eisalter aufgetaucht und auf der Nullinsel ist Giratina aufgetaucht. Und das ist auch noch nicht alles. Ach du lieber Gott. Und zum nächsten Rang brauche ich 4910 Punkte. Das kann ja was werden. Sollten wir aber relativ schnell und zügig schaffen. Pokémon, die wir jetzt rekrutieren, sind Sichlor und Castellith. Okay. Ich weiß nicht, warum. Also, ich weiß nicht genau, warum Sichlor und Castellith. Das sind aber gute Pokémon. Vielleicht sind das auch einfach nur Pokémon, die dafür sorgen sollen, dass wir eine kleine Connection da in der Connectosphäre, ja, haben. Aber, ja, Diamantrang kann sich sehen lassen, glaube ich. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt einen Genesect rekrutiert, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, und wir haben Lohn erhalten. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Ich glaube, ich werde jetzt diesen ganzen Teil hier rausschneiden. By the way, Leute. Indem ich hier mit den ganzen Leuten rede und mich auf die nächste Mission vorbereite. Aber wir werden heute auf jeden Fall wieder gegen ein legendäres Pokémon versuchen zu kämpfen. Oder irgendein legendäres Pokémon zu rekrutieren. Yo, da wären wir wieder, meine Freunde. Ich habe meinen Rundgang abgeschlossen. Ich bin wieder mit ein paar Pokémon verbunden worden, was ich ziemlich gut finde, um ehrlich zu sein. Ja, wir sind jetzt bei 447 insgesamt. Aber ich weiß nicht, wie viele verschiedene. Es müssten jetzt über 400 sein. Ich habe 120 Goldbarren. Ich muss die auch irgendwann mal benutzen. Und ja, ich würde sagen, heute gehen wir mal in eine entlegene Ecke und ich will mal Entei in mein Team holen, weil viele Leute haben mir gesagt, Entei ist eigentlich ein ziemlich episches... Oh, die Meeresbodenruine kann auch betreten werden. Warte mal, auf der Meeresbodenruine ist Manaphy. Eisalter, kriege ich keine Information, wie viele Ebenen das hat, ne? Müsste ich mich mal informieren. Und ich würde sagen, ich wollte heute eigentlich Entei rekrutieren. Und zwar auf dem Vulkan der Feuerinsel. Und der Dungeon, die Dungeon haben wir ja sowieso schon mal gemacht. Der ist ja nicht allzu krass. Da kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem Starter easy reingehen. Ich habe Typenvorteil, ne? Besser geht's nicht. Zack, Regi kommt rein. Würde ich mal sagen, ich nehme einfach mal Wasser-Pokémon rein. So, wartet mal, wo haben wir sie?
Zack, Wasser-Pokémon. Welche Wasser-Pokémon bieten sich da zum Beispiel gut an? Ich sehe hier Zumeryl meinetwegen. Und dann nehmen wir noch irgendwas Cooles. Warte, ich kann hier noch Level sortieren. Was mache ich da? So, dann nehmen wir noch Keldeo. Warum nicht Keldeo? Hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Ja, das ist doch ein ganz cooles Team. Team Blau. Und mit denen gehen wir jetzt hier in den Dungeon rein. Es sind eh nur 10 Ebenen auf der Feuerinsel. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann am Ende auch gegen Entei kämpfen müssen. Die Rede war ja eigentlich nur von einem Treffen. Wir werden sehen. Warte mal. Boah, es sind hier viele Sipale. Alter, ich will die Sipale haben. Bonus, da gehen wir nicht auf den Keks, ja? Schlafkraft. OP. Ah, warte mal, das... Meryl hat jetzt die Schlafkraft? Was? Ich bin verwirrt. Die ganzen schönen Sipale. Ja gut, dann halt nicht. Ich muss hier halt noch sowieso Ringe anstecken. Klimaringe kriegt natürlich der Boss. Der Chef. Ich habe mich mittlerweile auch mit Restadero verbinden können. Ne? Ist mir gerade eben widerfahren, dass ich mich mit Restadero verbinden konnte. Und ja, das ist ziemlich praktisch. Also Leute, wenn ihr euch mit Restadero und mit Echnatol verbinden wollt, keine Ahnung, anscheinend braucht man dafür den Diamantrang. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Diamantrang ist. Aber ja, ich konnte mich dann auf jeden Fall mit dem verbinden. Und das ist ganz praktisch, weil Echnatol bietet dann einen sogar an, dass man dann eine weitere Rubrik freischaltet, wogegen man halt Goldbarren dann eintauschen kann. Und das sind dann halt Ringe in Form unseres Klimaringels. Sprich mit besonderen Stats und so, wisst ihr? So, ich glaube, dieser Dungeon, der wird halt relativ easy, wie wir jetzt schon gesehen haben. Ich meine, sonderlich fordern wird er nicht. Ich meine, guckt euch die Pokémon an. Dann wisst ihr, was ich meine. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, in dieser Folge mal wieder chillig Fragen beantworten. Und deswegen, Leute, Fragen, die ich jetzt beantworten möchte, here we go. Beziehungsweise beantworten werde. So, eine weitere Frage, die ich ganz gut finde, ist... Ja. Wait, wo geht's? Ach, da, geht doch. Eine weitere Frage, die ich ganz cool finde, ist, wie war meine Zeit in Wien, ne? Wie ihr wisst, Leute, ich war ja in Wien. Wien ist eine richtig chillige Stadt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen in Wien. Hab da auch die Natascha zum Beispiel kennengelernt. Ist eine Zuschauerin und jetzt mehrmonatige Subscriberin auch auf Twitch. Die habe ich dort dann getroffen, kennengelernt, ne? Aber wisst ihr was? Ich fange einfach nochmal ganz von vorne an. Also, warum war ich überhaupt in Wien? In erster Linie war ich nur in Wien, um halt meinen Freund zu besuchen. Nicht meinen Freund, sondern einfach nur einen guten Kollegen. Ich könnte sogar sagen, meinen langzeitbekannten besten Internetkollegen, Buzzy, ja. Ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Wobei, wenn ihr Mystery Dungeon guckt, dann sollte Buzzy euch ja bekannt sein. Naja, wie dem auch sei. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bro von mir. Und der hatte Anfang des Monats hat er auch noch Geburtstag gehabt. Und da dachte ich mir, ja, weißt du was? Ich habe gerade Zeit, ich habe noch Semesterferien. Ich besuche dich jetzt, ne? Und deswegen habe ich ihn besucht. Und das war ziemlich cool. Wir haben uns dann halt eine chillige Zeit dort gemacht. Ich bin vom... Ich überlege gerade. Welches Datum war ich mal genau da? Vom 31. bis zum 5. war ich da. Und das war eine hammergeile Zeit, Leute. Direkt als wir da waren, haben wir uns erstmal hier ein bisschen in Wien angeguckt. Der Vorteil war, er kam halt aus der Nähe Wien oder wohnte sogar relativ nah am Zentrum. Und deswegen, ja, konnten wir alles relativ gut zu Fuß erreichen, was super war. Und wir waren halt immer schön essen, beziehungsweise haben uns was bestellt, wie es sich gehört. Ja, wie die dicken Kinder. Muss halt sein. Ja, man gönnt sich ja nicht immer was. Und in solchen Situationen kann man das ruhig mal machen, glaube ich. Und ja, deswegen... So, das ist sogar eine Rettung? What the hell? Okay. Alter, was? Und es läuft jetzt einfach davon? Seriously? Alter, was bist du denn für ein Knecht? Komm, Leute, Combo-Attacke. Von hier, von allen Seiten. Na komm, das Rion ignorieren wir jetzt mal. Ich will das Entei haben. Dass er Heatran haben. Hier, warte mal. Konvention registrieren, Nassschweif und nochmal Nassschweif. Ja, das müssen wir jetzt hinkriegen, deswegen ist auch noch verwirrt.
Oh oh. Ich lasse den jetzt nicht mehr gehen. Und das Rion, du kannst machen, was du willst. Du kriegst deine Aufmerksamkeit hier nicht. Oh, warte mal, Leute. Ich muss mich jetzt gerade auf hier ran konzentrieren. Das darf nicht fliehen. Alles okay. Aber weißt du was? Gehen wir mal nicht auf den Sack, Rion. Geht doch. Hey, steht sogar. Und Hetran, wo du siegst. Aber jetzt haben wir Hetran rekrutiert? Das wäre ja super, da hätten wir jetzt auch noch Hetran rekrutiert. Das war gar nicht mein Körper zum Schmelzen. Okay. Okay, so einfach kann man auch Hetran rekrutieren, Leute. So einfach kann es gehen. Nicht schlecht, ey. Wir sind ja eigentlich gerade mit Hetran verbunden. Hetran mit Jan Mega und Voluminas. Ja, passt. Ich krieg 80 Punkte dafür. Es gibt noch mindestens einen weiteren Gegner-Trag. Ja, ja, wir machen auf jeden Fall hier weiter. Naja, wo haben wir stehen geblieben? Ja, wir waren halt direkt am ersten Tag schön essen. Haben einen guten Kollegen besucht. Und was haben wir am ersten Tag nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall essen. Irgendwas haben wir noch gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Nur gerade nochmal zusammenfassen. Wir waren essen. Wir waren im Kino, genau. Wir haben uns den neuen Batman-Film reingezogen. Ziemlich enttäuschend für das, was man dann wahrscheinlich erwartet hat, by the way, ne? Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe da als sehr großer, ja, ich habe mich halt riesig auf den Film gefreut, ne, aber ich war da am Ende sehr enttäuscht darüber, was da geboten worden ist, aber das ist jetzt keine Filmreview, war ich halt dann noch im Kino, das war ganz cool, ja, habe ich mir sagen lassen, es gibt dann halt in Wien vor allen Dingen Kinos, die halt Filme ausschließlich in Englisch zeigen. Es gibt halt welche, die halt auch noch in Deutsch zeigen. Wir waren halt leider in einem drin, der den Film in Deutsch gezeigt hat. Was ich schade finde, weil ich ja jetzt mittlerweile auch so auf dem Trip bin. Alles schön auf Englisch schauen, Originalton, wie es sich gehört, aber naja. Gibt halt auch Situationen, in denen es halt nicht immer so ist, ne? Und das war halt mal so etwas. Ist okay. Hat mich auch nicht so nicht gestört. Dafür konnten wir sexy Ben Afflecks krasse Stimme hören. Ist ja auch was Schönes. Und die schlafen. Die lasse ich mal schlafen. Ich habe jetzt keine Lust hier auf Stress ohne Grund. Und ja, am zweiten Tag haben wir dann Wrestling geschaut. Ja, das Gute war, Basi hatte an dem Tag Geburtstag, an dem am Abend dann auch WrestleMania lief. Das hat sich ganz gut angeboten. Da haben wir nämlich auch noch WrestleMania geschaut. Ne? Ich halt, ich will nicht sagen, großer Wrestling-Fan, aber ich bin jemand, der guckt sich Wrestling gerne an. Ne? Ja, genau, das kann man stehen lassen. Ja, war natürlich richtig, richtig super. Ne? Wrestling mit Kollegen. Also alleine gucke ich mir Wrestling, um ehrlich zu sein, nicht gerne an, ja? Weil, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin halt nicht so der Typ, der sich so etwas gerne alleine anschaut, wisst ihr? Aber mit Kollegen liebend gerne. Das ist dann so lustig, man kann mittlerweile halt sich über eigentlich total unlustige Sachen kaputt lachen, wie es dann halt ist, wenn man dann halt mit Freunden irgendwas macht. Und das haben wir dann halt auch gemacht und es war super. Ja, haben dann halt hier erstmal NXT TakeOver geschaut. Auch so eine Unterrubrik von der WWE, ne? Haben wir uns dann angeschaut und das war einfach nur super. Richtig viel Spaß gemacht. Und die Show war auch prima, die war spitze. Shinsuke Nakamura war da, ne? Typ, den ich sehr hart feier. Hatte seine Premiere an dem Tag und es war einfach Hammer, ne? Das, dann Samstag waren wir dann in so einer Spiele-Lounge. Boah, Alter, das sind aber viele Pokémon hier. Ne, wir haben so eine Spiele-Launch und die hieß Area 52 oder sowas in der Art, ne? Da habe ich mich mal für so ein Hearthstone-Turnier angemeldet. Also LAN-mäßig. Und hab da auch einen zweiten Platz gemacht von nicht wirklich vielen Teilnehmern, aber hey, immerhin. Darauf kommt es ja letztendlich nicht an, wie viele es waren. Aber es war trotzdem ein ganz guter Erfolg. Ja doch, ich kann nur sagen, Erfolg für mich. Und vor allen Dingen, ich habe Erfahrung gesammelt, weil ich würde später Hearthstone schon gerne mehr Competitive spielen, ne? So mehr in die Competitive-Richtung. Vor allen Dingen, wenn ich mir irgendwann mal merke, ja, mit Pokémon, keine Ahnung, da habe ich keinen Spaß mehr dran, also am TCG, habe ich keinen Spaß mehr dran, dann kann ich irgendwie auch noch sagen, ich bleibe aber TCGs treu, ja, ich bleibe den TCGs treu und spiele dann halt Hearthstone Competitive weiter. Ist ja auch was Cooles, finde ich jedenfalls, ne? Und ja, so würde ich das Ganze dann handhaben. Später. Das ist das Ziel, that's the goal. Und ja, keine Ahnung, mehr gibt es glaube ich nicht zu sagen. War halt auf jeden Fall in dieser Area 52. Basi geht da halt regelmäßig hin, um Smash zu spielen, ist halt Smash-mäßig relativ
competitive unterwegs, der Boy. Der gute Buzzy macht auch auf so Real-Life-Turnieren mit und so. Und deswegen ist er halt in Wien auch dort immer in dieser Area. Und wir haben halt so ein Turnier gespielt. Das war, wie gesagt, ziemlich cool, auch mal so die Leute dort kennenzulernen. Und auf dieser Ebene hält sich jemand auf. Okay. Ja, Entei, ne? Ja, was geht ab, Entei? Du bist legendär dem Pokémon Entei begegnet. Und wir sollen gar nicht gegen Entei kämpfen, ne? Dachte ich mir schon. Wir sollen eigentlich Entei nur treffen. Deswegen ist es auch ein Missionsziel. Du bist tatsächlich gekommen. Wenn der Konnexus wäre, habe ich als Anliegen nur Groh angegeben. Du bist trotzdem hier. Beeindruckend. Fortan stehe ich dir mit meinem Feuer bei. Und ihr kriegen auch noch den das Item Feuerringel von Entei. Ist auch nicht schlecht. Wahrscheinlich auch einer der hier komischen 8 Schätze da. Finde ich gut. Weil für mich zählt, ist es ja auch wichtig, dass ich jetzt diese Schätze da bekomme. Ich will nämlich so ein Perfect State haben. Und Entei verbindet uns wahrscheinlich mit Raikou und Suicune. Sagt ihr denen jetzt auch Bescheid? Wahrscheinlich, ne? Jetzt müsste Entei eigentlich noch Entei und Suicune mindestens Bescheid sagen. Vielleicht sogar Magbrand und den anderen. Ah, okay. Leider nicht Suicune und Raikou. Schade, hab ich mich jetzt umsonst gefreut. Aber dafür mit Magbrand und Magma, das ist ja auch was. Zwei neue Pokémon, mit denen wir verbunden sind. Und 130 Forscherpunkte ist jetzt nicht die Welt, aber damit kann man auf jeden Fall was anfangen. So, Samstag hat er dann Buzzy Geburtstag. Da sind wir halt zu einem Kollegen von uns rübergegangen. Zum lieben Gero. Insel des Lichts, cool. Und mit ein paar anderen noch, haben wir dann halt WrestleMania geschaut. Und das war eigentlich so ziemlich die ganze Woche, die wir hatten. Ansonsten waren wir noch ein bisschen unterwegs am Praterstern. Am Samstag war das, glaube ich. War das am Samstag? Oder war es am Freitag? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Freitag oder Samstag haben wir uns auf jeden Fall noch mit Tascha getroffen. Ich glaube, Samstag war es. Ja, Samstag war es. Und sind dann am Wiener Prater rumgelaufen. Ich habe noch Wiener Schnitzel gegessen, wie es sich gehört. Ich wollte auf jeden Fall Wiener Schnitzel essen. Und es hat sich gelohnt. Es war nämlich ziemlich lecker. Ja, und das war so ziemlich meine Zeit in Wien, glaube ich. Den Montag haben wir halt nichts Spezielles gemacht. Dienstagmittag bin ich schon geflogen. Aber es war generell eine wundervolle Woche. Ich habe auch schöne Videos gemacht. Vor allen Dingen vom WrestleMania-Abend. Da gibt es etwas, was darauf... Könnt ihr euch freuen? Ich weiß nicht, wann der Vlog kommt. Den werde ich ja versuchen, jetzt demnächst mal hochzuladen. Aber es wird auf jeden Fall richtig, richtig bombastisch. So, Leute, wir haben heute Entei rekrutiert. Entei und Heatran. Das ist ja mal Doppelpack. Finde ich richtig episch. Ja, die Frage ist, wie kriege ich denn Suicune und Raikou? Vielleicht hier nochmal Auftrag von wegen Raikou, bitte besuch mich jetzt auch mal. Du hast Entei besucht, Insel des Lichts. Ja, Tatsache. Wir sollen einfach nur Raikou treffen auf der Insel des Lichts. Aber auf dem Sandkontinent. Die Mission hat 6 Sterne. Sollte ich vielleicht nicht allzu bald machen. Aber ich kann die Mission ja schon mal annehmen. Wenn wir dann Raikou getroffen haben, kommt wahrscheinlich noch die Polarinsel oder so mit Suicune. Ja, nehme ich mal an. Okay, also ich würde sagen, Latios und Xerneas auch noch. Holy moly. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Da gibt es auch eine Menge Pokémon, die wir hier auf jeden Fall rekrutieren müssen. Karipas, da frage ich mich jedes Mal auch, wann kommt der in unser Team? Asberio, Lichtel, Monozyto, Irbis. Kommt alle auch nochmal dran, keine Sorge. Das wird interessant. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen werde. Vielleicht gehe ich dann tatsächlich mal zu Arktos. Hätte mal wieder Lust auf einen kleinen Bossfight. Aber, warte mal, die Schatzliste, die wollte ich mir auch nochmal angucken. Antike Schätze Feuerringel. Erhöht den Angriff seines Trägers drastisch. Das ist krass. Das ist ziemlich geil. Könnte für physische Angreifer super sein. Und wir haben noch den Sandringel, ne? Erhöht die Stärke der Attacken des Trägers drastisch. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss mir die ganzen angucken. Wartet mal. Was? Hier sind hier drin, ne? So. Wo sind die guten alten Ringe? Wie viele Slots haben? Die haben aber nur... Nee, warte mal. Der Vorring hat sogar 5. Wow. Das ist krass. Wie hat der Sandringel? Der hat 3. Ist auch nicht schlecht. Und ich wollte euch noch die echt tolle Option zeigen. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier nämlich die Option gegen Fundstücke eintauschen. Das sind halt diese Ringel, die dann aber irgendwie abgerundet sind mit so einem komischen roten Licht. Das heißt also, die sind, glaube ich, perfekt, mehr oder weniger. Besser als die normalen. Ich zeige euch mal den Heilringel, der hat zum Beispiel 5 Slots frei. Sollte ich vielleicht mal kaufen für meine beiden Teammitglieder. Oder vielleicht irgendwas anderes, was ganz gut ist. Aber naja, wie dem auch sei, Leute, das war's auf jeden Fall für die heutige Episode.
Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, es würde mich freuen und supporten. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt fruchtig und ciao, euer Regi.